Oh, shit! Sobald der Wächter fällt, kapitulieren. Hi, also du bist echt klein, also voll der Zwerch, ne? Mal gucken, was der mir gleich für eine Schelle gibt. Wow, shit! Morgens und herzlich willkommen zurück bei Stay and Play. Heute mal wieder eine weitere Folge Biomutant. Zur letzten Folge zurück, kurz und knackig erklärt, ihr seht's oben links. Wir haben den ersten Außenposten auseinandergenommen, heute natürlich der zweite. Wenn die Zeit reicht, sogar der dritte, keiner weiß. Ja, hoffentlich auf dem Weg dahin passiert uns irgendwie was Interessantes oder vielleicht kommt der ein oder andere interessante Gegner auf uns zu. Kann keiner wissen, wir werden's erfahren. Auf geht's. So, in der Hütte davor. Oh. Hi. Na, was geht? Was sind das für Viecher? Verpiss dich hier. Geht da pui. Oh. Keiner weiß, was der jetzt gerade eben hier ausgepackt hat, aber. Geht da. Fifi. Sitz. Dank schon. Ja. Yeah. Okay, das war mal wieder mal super Slow-Mo. Aber den Kerl haben wir jetzt ordentlich zerrissen, also von daher. Passt. EP ist auch am Start. Wir sind kurz vorm nächsten Level Up. Kann ich das Viech hier? Yeah. Nein. Was? Coco. Was? Coco Pip. Was ist ein Coco Pip? Ist irgendwie Pisa abgefüllt irgendwo oder was? Keiner weiß. Okay, das Ding. Ja. Da geht's in den Keller. Komm, da schaut's doch bestimmt so aus, als wäre hier mal irgendein Waffenpart oder. Renner. Okay, was ist das? Keiner weiß. Das ist auf jeden Fall irgendwas am Anziehen. Da werden wir gleich mal gucken. Ausrüstung. Ah ja. Ah, die Seuchenmaske vom letzten Mal. Okay. Aber wo kommt jetzt der Inventar? Hier. Was ist denn damit? Es gibt 7 Rüstungen. Aber worauf baue ich das? Keiner weiß. Okay. Behalten wir einfach mal. Das werden wir bestimmt früher oder später brauchen. Das ist unser Roby. Keiner weiß, was der macht. Aha. Modulschaft. Ungewöhnlich. Macht nochmal 6 Schaden. Ja, dann nehmen wir den gleich einfach mal mit, ne? Hier noch was? Nö. Vielleicht irgendwas im Klo? Nö. Du hast eine weitere lange Nacht überstanden. Ja, also. Und wir leben noch. Das ist doch schon mal was. Okay. Da ist wohl nichts mehr. Das heißt dann weiter in diese Richtung. Aber komme ich da durch den Zaun, oder? Hey, du. Für dich brauche ich immer noch dieses Koko-Scheiß, ne? Ja. Keiner weiß, was das ist. Oh. Hier können wir. Holzreste. Die einzige Art von Resten, die man noch irgendwo wachsen sehen kann. Ja, ja, 5 Planken. Ja, also. Okay. So, ich schau mal, ob ich da vorne durch das Loch im Zaun gehen kann. Was ist denn das für ein Viech? Ey, vielleicht kriege ich durch den irgendwas. Verstehe ich natürlich jedes Wort. Gizmo hat deinen Roboter gebaut. Du solltest dich dafür bei ihm bedanken. Ja, bis später dann. Sagt, du solltest dich nicht stressen. Ich lass mich auch nicht stressen. Verlass dich drauf, Kollege. So. Okay, ein neuer. Oh. Gefahrenzone. Du hast eine Gefahrenzone entdeckt. Das sind große Gebiete, die von tödlichen Gefahren bedeckt sind. Diese Umweltgefahren kannst du für begrenzte Zeit standhalten, bevor sie dich umbringen. Also sei vorsichtig. Es gibt verschiedene Arten von Gefahren. Biokontaminierte, kryogene, entzündliche, radioaktive und sauerstofflose Todeszonen. Ach, das sind deswegen am Anfang auch die ganzen Resistenzen. Deine Ausrüstung und der Widerstand, die du während der Charaktererstellung gewählt hast, legen fest, wie lange du in diesen Gefahrenzonen überleben kannst. Wie viel Schaden du durch Gefahrenwaffen erleidest. Besitzt du gegen eine Gefahrenart einen Widerstand von 100, hältst du 100% des Schadens durch diese Gefahr stand. Also sollte ich vielleicht mal gucken, dass ich dann. Oh. Oh. Oh, der kotzt. Dieser Bereich ist biologisch kontaminiert. Er ist sehr gefährlich. Um den Bioanzug zu finden. Ja, nee, eigentlich nicht. Aber eigentlich schon. Eigentlich muss ich das machen, weil ansonsten. Biogefahranzug, dann komme ich hier bestimmt in dieser.
Ja, also es ist anscheinend nur ein kleiner Bereich. Also das, diese stinkende Siffe da vorne auf jeden Fall, das scheint dann irgendwie das Zeug zu sein. Aber eigentlich will ich Tagebuch. Darauf. Tagebuch. Wir wollen eigentlich Außenposten zerstören. Die Frage ist nur, wenn ich den da vorne nehme, wie ich dann, wenn ich da durcheier? Schwimmen sollte ich auch können, aber irgendwie weiß ich nicht, ob es das bringt. Naja, ich probiere es jetzt einfach mal hier. Ja, ne, Sackgasse, dann eben hier. 0%. Vielleicht, wenn ich hier außen rum. Oh, da ist. Wie lange hat diese Nacht gedauert? Ja, das sind anscheinend so Wolken. Da geht's schon wieder los. Ach, nur stellenweise. Okay. Ja, gut. Wenn es stellenweise ist, dann kommen wir hier, glaube ich, durch. Nukleus 6D. Hoffentlich ist da drin nichts mehr aktiv. Bionukleus. Wahrscheinlich irgendeine Biomasse, die irgendwie nuklear verstrahlt ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oh oh. Okay, hier haben wir den ersten radioaktiven Gegner wahrscheinlich. Ich möchte mal gucken, wie das so abgeht. Ich habe mir gesagt, vielleicht begegnet uns. Hi! Oh, Stufe 8. Das wird. Ach du Scheiße! Ups, jetzt habe ich gerade eben versehentlich schon wieder mal Ding gedrückt. Oh Gott, die ganzen. Ei, ei, oh! Da brennt die Luft. Nicht mehr viel Gesundheit übrig. Okay, da. Ich glaube, das ist aber. Oha! Wir müssen dringend healen. Naja, dann werden wir wohl ein bisschen aus der Distanz ran müssen. Ich meine, die Viecher sind jetzt Level 6. Oh, das war die falsche. Komm schon. Hey, Buddy. Ja, ja, ich weiß, du willst mich abstechen, aber nö. Heute nicht. Komm, kotz mal ein bisschen. Prozent. Also da geht bei mir die Gesundheit aber ganz schön nach unten jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob ich das pack hier. Ich glaube, ich sollte echt mal diesen Bio-Gefahranzug holen. Ansonsten ist hier gleich Feierabend. Jo, da ist gleich echt Feierabend. So. Da haben wir jetzt einen Heal-Effekt. Boom, boom. Oh nein, das darf man bitte nicht die Viecher. Alter! Also, ich glaube, das ist ein Bereich, in dem ich noch nicht rein kann, weil ich diesen blöden Bio gefahren hätte. Also, diesen Gefahrenanzug. Keine Ahnung. Oh. So. Dann nehmen wir halt eben das mit. Einen Umweg gibt es nicht, oder? Ich glaube nicht, dass ich hier weiterkomme, großartig. Ich bin einfach mal volles Gerät in der Gefahrenzone drin. Ich glaube, ich brauche dann erstmal den Bio-Gefahrgutscheiß. Oh oh. Was ist das für ein Viech? Kommt er gleich in grün? Hm. Ja, ja. Eigentlich wollte ich ja mal das hier. Ach so, das ist das. Na komm, dann haben wir gleich das erste Bio-Ding jetzt hier fertig. Erstaunlich, wie sehr das hilft. Ja, schon. Schnell, schnell. Ach komm, ich bin einfach so blöd und drück die ganze Zeit immer noch Windows. Ups. Wow. Oh, wow. Yeah. Oh. Okay, das ist das zweite Viech davon. Ah, ich bekomme Bio-Punkte, das ist schon mal gut. Tschüss! Verarbeiten wir den Kollegen mal zur Schweizer Käse hier. Haha! Haja! Yeah. Okay, das war's. Da ist wieder ein Teil geflogen. Gerne. Danke. Okay, was haben wir hier? Stangenpolster, Rüstung 12 für die Schulter. Da, seht ihr? Genau das habe ich gemeint. So, weil wenn ich jetzt auf Ausrüsten gehe, habe ich hier die Schultern. Dann kann ich hier diese Kacke hier ausrüsten. Ich meine, da schaue ich noch hässlicher aus, als ich eigentlich bin. Aber, ja, was will man machen, ne? Oh, oh. Also ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust. Oh, warten Sie. Stufe 2 benötigt. Dein Kralleisen ist zu schwach, um diese Tür aufzubrechen. Du musst es bei Kiesel verbessern.
Ach, da gibt's irgendeinen Dude, bei dem ich die Scheiße da noch verbessere. Oh, okay. Ja, ich glaube, wir verziehen uns hier trotzdem aus der Richtung, weil ich glaube nicht, dass ich das... Oh. Der schaut ziemlich groß aus. Hey, yo, was geht ab, Slimy? Na? What? Whoa, shit! Der will mir ans Leder. Du bist verwundet. Ja, ja. Ja. Genau, siehst du rein. Eieiei. Der haut aber drauf, ne? Warte mal. Wir nehmen mal dieses Teil und punchen den mal so richtig weg. Okay, der wird verprügelt. Boah. Okay, doch nicht. Ei. Sir, könnten Sie das mal bitte? Lassen Sie das. Ich mag das nicht. Wow. Komm. Das kann doch nicht sein. Oi, 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 oi. Okay, wir haben den. Hoffentlich lässt du irgendwas Geiles fallen. Wow. Also, ich hätte jetzt Besseres gedacht, dass ich bekomme. Aber nee, ich muss jetzt hier schauen, dass ich rauskomme. Ansonsten ist hier gleich Feierabend. Nimm dir einen Moment Zeit und genieße diesen Tag. Ein Scheiß werde ich... Oh Gott. Ein Scheiß werde ich genießen. Ich bin raus. Das war's für mich. Tschüss. Ey, das geht so schnell, wie das Leben weggeht, ne? Also... Biogefahr ist echt heftig. Boah. Nee. Also wenn ihr euch anlegen wollt, dann kommt, Leute. Hier werde ich definitiv nicht bleiben. Ey, wie mir das Leben hier abgezapft wird. Wahnsinn. Okay, ja gut. Dann werden wir wohl... bei dem kann man immer noch nichts machen. Schade. Kann ich dich zusammenballern? Es juckt ihn einfach nicht. Okay. Ja, solange sie nicht juckt. Dann, würde ich einfach mal sagen, werden wir zum anderen Ding reisen müssen. Das bringt sonst nichts. Oder auch nicht. Da unten ist so ein komisches Viech. Okay. Dann heißt es hier oben rum. Ah, an der Bahngleisen entlang. Okay. Vorne links ist auch noch mal was. Ah, das ist so ein Schrottturm. Aber da gibt es bestimmt anderes Material. Sorgt immer für Spaß. So dehnbar. So. Gummi haben wir bekommen. Okay. Und das müsste jetzt hoffentlich wieder was zum Healen sein. Dankeschön. Sehr gut, diese. Oh, und da drüben ist auch nochmal ein Ressourcenturm. Da werden wir den auch gleich mitnehmen. Mich würde mal interessieren, ob sich diese Ressourcentürme dann mit der Zeit auch aufladen oder ob die jetzt einfach leer bleiben. Das wird uns dann... Ich denke mal, wir werden da bestimmt nochmal aufbrechen. Auf diesen Plastikkram dort. Ja. So. Ist hier noch irgendwas? Keine Box? Nein? Okay. Dann diese Richtung. 700 Meter, Jungs und Mädels. Was ist das? Ein Baum. Wahnsinn. Okay, grün. Du hast eine Grünblattpflanze gefunden. Springe durch den Ring, um das Blatt einzusammeln. Damit kannst du später Dinge kaufen. Grün ist die Währung in Biomu. Okay. Nice. Ha. Kann ich da noch mehr? Nee, das geht anscheinend noch einmal. Okay, wie viel habe ich jetzt von dem? 600. Oh, das geht ordentlich. So, wir kommen also an Kohle. I see. Okay, das boxt man noch schnell kaputt. Feuer! Huah! Holzreste sind wunderbares Baumaterial. So geil. Also ich muss sagen, der Handschuh ist echt deutlich besser. Dann hoffe ich mal, dass ich hier zumindest jetzt jemanden abkriege, der hier... Hi! In dieser Ruine könntest du noch etwas finden. Ja, aber erstmal boxe ich den Typen weg. Guter Schuss. Oh! Wow! Okay. Oh, der hat noch Buddies. Ey, lassen Sie es. Sir. Du fühlst dich ausgepumpt. Oh. Okay. Wir healen? Nee, wir healen. Ich will healen. Hallo. Kann ich healen? Du bist schlimm verletzt. Der Typ. Von wegen wäre schlimm verletzt. Stahlschlag. Okay. Das war. Ja, ich bin noch nicht so. Oh mein Gott, ein Zehner! Komm, den großen, den hauen wir jetzt richtig mal her. Guerilla-Miniboss, den gebe ich, ey.
Das nennt man unter Fachkreisen ein türkisches 1 gegen 1. Pump dich mit Blei voll. Verlass dich drauf. Kotzen wir ein bisschen rum und hoffen, dass wir den 10er kriegen. Nee. Okay, das war der erste. Wir hauen jetzt die alle weg. Okay, Stufe 7. Nice, Stufe 7. Oh! Verzieh dich. Tschüss! Okay, Jungs und Mädels, wir haben wieder mal ein Level abgeschafft. Das ist sehr geil. Hier ist, keiner weiß. Okay, kann ich jetzt hier irgendwas... Wer bist du denn? Dieser hier scheint angesichts der Tatsache, dem Tod überlassen worden zu sein, dennoch gute Laune zu haben. Man stirbt halt gut gelaunt. Hat gehört, dass du Mitgefühl besitzt und vertraut darauf, dass es in deinem Wesen liegt, anderen zu helfen. Bittet dich, um deines Gewissens willen richtig zu handeln. In dir tobt ein innerer Konflikt und du bist verantwortlich für deine eigenen Taten. Ja komm, wir helfen denen. Gibt bestimmt irgendeine Nebenquest. Ist dir dankbar für deine Entscheidung. Nur wer anderen Gutes tut, ist wirklich gut. Ja, und das heißt jetzt, was muss ich für dich machen? Lass die Flamme lodern! Sieht alles gut aus? Halt! Warte! Das grelle Licht blendet, es ist gefährlich! Du Komm, pack die Schaufel wieder aus! Zu sein, Dunkel. Musst du mich deswegen beleidigen? Ich muss das nicht, aber ich will es! Okay. Wieder mal ein Psi-Punkt. Ich glaube, aber jetzt sind wir mittlerweile an den Punkt angekommen, wo wir mehrere Psi-Punkte brauchen, um überhaupt noch irgendeine Fähigkeit freizuschalten. Deswegen warte ich damit. Oh. Warten Sie, da ist was drin. Rucksack. Sehr geil. Sehr geil. Okay, Inventar. Kann ich das jetzt gleich hier irgendwo ausrüsten? Ja, scheinbar Rücken. Rucksack. Dafür bist du noch nicht bereit. Oha, Stufe 18 benötigt. Okay, ja, wir haben zumindest schon mal Late-Game-Ausrüstung gefunden. Das ist gut. Hätte nie gedacht, nochmal einen Plingplong aus der Damalszeit zu sehen. Spiel mal ein bisschen Guitar Hero, passt auf. Der Klimpertöne erzeugt. Ob er wohl noch funktioniert? Die beiden Spanner am Kopf müssen gleich eingestellt sein, um den Plingplong zu stimmen. Das heißt? So? Okay, dann. Glaube ich. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Yeah. Ein Versuch, das war knapp. Das klingt klangtastisch. Du hast Ahnung vom Zupfen. Und gespielt habe ich einen Scheißtrick, also... Naja, schwach. Ziemlich schwach. Okay, ich hoffe, ich gehe jetzt in die richtige Richtung. Ich glaube, ich muss dahin. Auf zum Außenposten. Der ist ganz schön weit weg. Okay, dann müssen wir da unten durch. Schaut hier aber so aus, als wäre hier irgendein Viech gewesen. Oder zumindest irgendwas passiert, was hier hätte nicht passieren dürfen. Vielleicht? So, morgen sind wir zu Hause. Du wirst irgendwann wieder mit viel Luft brüllen können. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt erstick. Oh nö. Lass mich raten, ich falle jetzt einfach rum. Hä? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nee, wir müssen hier weg. Also, das sind also die verschiedenen Zonen. Oh Gott. Ah! Oh! Also, na, das war jetzt, das ging jetzt rasant nach unten, ne? Also, umso länger ich da drinnen bleibe. Okay. Also, muss ich mit der Zeit die ganzen Teile hier finden, damit ich dann überhaupt noch weitermachen kann, zu ordnen. Interessant. Das kann ich verschieden. Eine riesige Signalschüssel. Damit ließen sich früher Sachen aufspüren. Oh! Hi! Na so. Oh! Oh! Sir, lassen Sie das. Au! Oh! Dann mal. Hier. Yeah. Mal auf die Schnauze hier. Guck mal. Boom! Tschüss! Du hast Schmerzen. Okay, wir. Yeah. Komm, wir boxen den jetzt nochmal. Oh! Das ist der Schaden. Okay, ich glaube, ich. Ja, Sir, ich brauche Heal. Ich brauche ein wenig Heal. Heal! Halt dich doch! Oh!
Ich dachte, das juckt den Typen einfach vor gar nicht. Stufe 4 und er kriegt kein Damage. Irgendwas mache ich glaube ich noch falsch. Hey. Los! Der ist Stufe 9. Okay. Ist ja kein Wunder. Trifft ihn ja. Okay, wir machen jetzt einfach. Oh. Sir, ich würde gern. Oh! Oh, die sind. Oh! Oh ja, Karamba! Okay, wir versuchen mal da hochzugehen. Vielleicht kann ich das Geschütz übernehmen. Ne? Ne. Also anscheinend kann ich es nur kaputt machen. Okay. Was mache ich dann mit dem Scheiße hier unten? Ja. Das wird knapp. Ja, das wird sowas knapp. Ich, brauche Gesundheit. Eins. Schnell Heilung. Komm. Also für ein Level 4er war das ganz schön zähes Stück, ne? Ich mach dem gar nichts. Muss ich das hochprügeln? Ja, halt echt. Komm, in der Luft. Combo! Yeah! Komm her! Komm her! Oh! Der spielt Baseball. Geil. Ja, einfach mal Pingpong spielt. Und tschüss! Oh. Komm. Und Baseball. Sauber. Mir geht langsam mal sicher die Heilung aus. Oh. Hallo. Macht der jetzt einen Breakdance oder was? Okay. Oh. Ja. Oh! Okay! Yeah! Uhuhu. Ja, also. Das war. Intens. Das war wirklich intens. Holy. Der hätte uns fast gegongt, ey. Und uns geht langsam sicher die Heilung aus. Das heißt, ich muss hier am besten mal irgendwas finden. Was ist denn das hier? Dies ist eines. Damit die Signalschüssel funktioniert, musst du die Pong-Paddel korrekt ausrichten. Ja, ja, das kriegt man hin. Warte mal, wie ging das nochmal? Ne, da wechsle ich. Ach, und hier oben. So, dann. Nur noch ein paar Versuche. Ach nein, ich hab einen Fehler gemacht. Doch, doch, das ist schon zu spät. Da hast voll du für den Arsch. Richtig signalisiert. Ja, ja. Also, fummel die Pongpaddel so zurecht, dass sie zueinander passen. Ist klar, Kollege, wir machen das schon. Also, das heißt, wir müssen das Ding jetzt drehen, dass es. Hä? Das hat doch gepasst, oder? Ach nee, da hüben. Oh. Ist schon wieder verkackt. Geil. Bisschen elektrisieren. Fummel die Pongpaddel so zurecht, dass sie zueinander passen. Nein, wir haben schon wieder verkackt. Komm mal wieder zurück. Fummel die Pongpaddel so zurecht, dass sie zueinander passen. Also, wir gehen jetzt erstmal darüber. Wir machen das jetzt erstmal. Warte mal, wie macht man das möglichst effektiv? Wir gehen jetzt. Das. Dann. Und wir haben verkackt, glaube ich. Nein, und jetzt definitiv verschissen. Gibt's doch nicht. Ich bin einfach zu blöd, um dieses Rätsel zu lösen. Fummel die Pongpaddel so zurecht, dass sie zueinander passen. Ja, komm, hol's Maul. Okay, also. Das jetzt in diese Richtung. Zweimal. Dann das hier. Dreimal in diese Richtung. Yeah. Okay, jetzt krieg mir mal wieder was mit Vorgeschichte mit, glaube ich. Das passt. Jetzt kannst du so viele Schüsseln ansignalisieren, wie du willst. Dreh dieses Paddel, um die Signalschüssel richtig zu wenden. Okay. Du hast ein Rotationsrätsel gefunden. Diese gibt es überall auf der Welt. Durch Navigieren von links oder rechts kannst du die Ausrichtung rotieren, um das Rätsel zu navigieren. Benutze A und D. Wenn du glaubst, das Rätsel gelöst zu haben, kannst du versuchen, es zu aktivieren. Drücke zum Aktivieren Spacebar. Okay. Wie erkenne ich das? Also wenn ich hier so stopp. Keine Signale hier, nur Schweigen.
Okay. Keine Signale hier, nur Schweigen. Da vielleicht. Bibidi-piep-piep. Ja. Du hast eine Signalnachricht entdeckt. Okay. Und was bringt mir das? Keiner weiß. Ach so. Aha, da muss ich das Zeug ja noch untersuchen, okay. Nö. Gerade jetzt erstmal nicht. Wir suchen natürlich weiter fleißig nach Metz. Hier ist mal ein Haufen nichts. Was höre ich denn hier so komisch? Dieses Klippern. Was ist das? Hm. Ja, what do we got here? Ein Haufen nichts mal wieder. Sehr geil. Nee, da unter gar keinen Umständen gehe ich dahin. Das kannst du vergessen. Ich ersticke nicht schon wieder. Das hat mir vorhin schon fast den Arsch gekostet. Das machen wir nicht nochmal. So, wir müssen auf Tab gehen. Karte. Tagebuch. Dann wieder da drauf und weiter. So, 300 Meter nur noch, Leute. Dann sind wir endlich da und räumen da hinten mal ordentlich auf. Hoffentlich. Okay. Wie komme ich da runter, ohne dass ich jetzt gleich krepiere? Hier vielleicht. Komm schon. Seh. Seh. Okay, was ist hier? Ey, ey, warte auf mich. Wieso? Fang das Viech doch. Hab ich das? Hä? Hab ich jetzt oder hab ich's nicht? Keiner weiß. Vielleicht ist das dieses komische Viech, was der gemeint hat, von wegen, dass ich das fangen soll. Da ist noch was. Komm, das holen wir uns. Siehe. Oh yeah. Bestimme das Schicksal. Behalten, töten, streicheln und behalten. Wir streicheln und behalten, oder? Hoffentlich hat das keine negativen Folgen jetzt. Hat das Viech jetzt unten reingeschoben oder was? Sieht ja auch nichts, ne? Naja. Soll er machen, was er denkt. Oh, oh. Ist das zu steil oder was? Hallo, ich würde gerne hier hoch. Danke schon. Sehr nice. Oh, die Höhle. Wenn sich eine Geschichte zeigt, dann hör ihr zu. Das ist Trockenfels. Schau dir mal an, wie tief es runtergeht. Oh, juch. Ja, nee. Wir machen erstmal den Außenposten. Wir wissen auf jeden Fall, dass dieses Teil hier ist. Dort können wir auf jeden Fall mal richtig guten Loot anscheinend finden. Das heißt, wir merken uns das jetzt. Und dann kommen wir auf jeden Fall hier wieder zurück. Aber ich möchte jetzt erstmal diesen Außenposten platt machen, weil jetzt bin ich schon ja, 800 Meter weit geeiert. Das sollte auf jeden Fall noch drin sein. Da kommt schon. Denken hier oben. Ein Baum. Ein Ast. Hat ein bisschen noch was anderes ausgeschaut, so aus der Entfernung. Okay. Hi, ihr wollt sterben? Warten Sie, ich muss kurz nachladen. Jetzt. Oh, Stufe 11, ey. Da, hier. Boom. Boing. Tschüss. Wiedersehen. Kaboom. Hier. Fieser Hack. Da gibt's jetzt so richtige Bauer für Schnauze. Komm, jetzt kombon wir mal richtig. Ciao. Boing. Wiedersehen. Wie das Viech schon schreit, ey. Okay, also, wir können hier auf jeden Fall noch was sammeln. Nice. Sehr nice. Äußerst geil. Alles gut, was hielt. Okay, wir machen jetzt mal die neue Stufe kurz. Wir nehmen... Ja. Intellekt. Gibt nochmal Kraft. Kraft heißt dann... Weiß nicht, was Kraft ist. Egal. Dein Verstand erweitert Weil das andere ist der Nahkampfschaden. Macht das dann im Allgemeinen Damage? Oh, Mutationen. Warten Sie. Biogenetik. Da habe ich 4 von diesen Dingern. Pilze. Ach komm. Ja. Mutation freigeschaltet. Okay. Und, das ist jetzt... Machen wir das da rein. Kotzen wir die nichts mehr an, sondern fressen einfach mal Shrooms. So, Psy-Kräfte. Geht noch nichts. Da, seht ihr? Ab 4.
Das heißt, das wird noch ein bisschen dauern. Da kann ich nichts machen. Egal. So. So. Den Widerstand brauchen wir jetzt gerade eben nicht. Aber hier brauche ich den Loot. Weil wer weiß, was da drinnen in dieser Base auf dem... ein richtig hässlicher Hut. Geil. Ist aber ziemlich schwach. Nehmen wir mal lieber mit, aber brauchen wir nicht. Der Jagni-Stamm beansprucht ihn. Für die Ewigkeit. Ihr werdet gleich sehen, was ihr beanspruchen werdet. Vor nichts. Wow. Okay. 512 bis 583. Warten Sie. Ach, lass dich nicht von all der Zerstörung ablenken, die tagsüber sichtbar ist. So, und dann jetzt vielleicht hier noch den Haufen. Siehst du dieses Gummizeug? Das ist pure brauchbare Elastizität. Sau cool. Und was das bringt, weiß auch keiner. Okay, komme ich hier rein? Nee. Also, das heißt, wir müssen um dieses Ding rum. Aber eigentlich sollte ich noch das Ding hier oben holen. Weil da oben ist safe auch noch eine Kiste und da könnte Heilzeug sein. Also. Sollte halten. Ja, der Typ kann einfach da durchgehend hochspringen, die Leiter. Alles klar. Egal. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Perfekt, wie erwartet. So. Das heißt, wir gehen jetzt wieder runter. Und dann hier vor. Sehr geil. Ah, und jetzt werden wir natürlich mal wieder das Revier erstmal markieren. Hier schön vor der Schildbissen. Perfekt. Ach. Mal sehen. Geil. So, nächster Bereich offen. Cool. So, klopfen wir mal, oder? Morgen! Da ist der Tyrann, der über diesen Außenposten herrscht. Okay. Also du bist dieses fiese kleine Arschloch, oder was? Ach nee, jetzt schickt er erstmal seine Kumpels vor. Er hatte nicht mit der Niederlage seines Stammes gerechnet, da sie gnadenlos sind. Aber da du mit seinen Rivalen zusammenarbeitest, kann er es nachvollziehen. Ihr hattet nie eine Chance. Der Zufall scheint sich auf die Seite der Gerissenen zu schlagen. Ja, passt auf jetzt. Oh, shit! Sobald der Wächter fällt, kapituliere. Hi, also du bist echt klein, also. Voll der Zwerg, ne? Mal gucken, was dem jetzt gleich für eine Schelle gibt. Wow, shit! Ah! Wir versuchen einfach mal. Oh. Okay, wir probieren es einfach mal möglichst. Ja, okay, aber zum Schießen geht er echt. Dadurch, dass man einfach sehr viel Damage mit. Ah ja! Ha! Was ist das? Ach so! Da kann ich den. Oh, ein bisschen Flammschaden machen. Yeah! Ach, stimmt ja! Komm! Oh! Heal? Danke! Wow! Okay, also der ist nicht ohne. Aber den boxe ich jetzt einfach. Oh! Kann ich der Schockwelle ausweichen? Ich kann der Schockwelle halt echt ausweichen. Ciao! Mike Tyson ist in der Hut. Deinem Stamm. Sehr geil. Na also. Du hast sie geschwächt, aber sie geben nicht auf. Komm, dieser Hamster da, der ist doch viel anders. Dank dir. Dein Stamm wird stärker. Seh. Okay, wir haben den nächsten Außenposten geöffnet. Und auch ein paar Läden. Würde ich aber nur mal gerne wissen, wo ich nämlich meine ganze Kacke, die ich bisweilen gefunden habe, irgendwie upgraden kann. Das wäre noch gut so. Ah, der Chief ist da. Sultan. Aha. Ja, jetzt bin ich auch so einer. Er sagt, deine Eroberung des zweiten gegnerischen Außenpostens war eine Glanzleistung. Du hast dir das Recht verdient, die Stammesfarben zu tragen.
Naja, mit Stolz werde ich das zwar nicht tragen, aber ich lüg mal. Glaubt, dass du sie alle stolz machen wirst. Ich glaub's lieber nicht. Neues Wung Fu. Dann guck mal doch mal. Wung Fu. Neue Waffenfähigkeiten. Wenn du einen neuen Waffentyp findest, kannst du Verbesserungspunkte ausgeben, um Spezialangriffe für diesen Waffentyp freizuschalten. Ach was. Merkurssturz. Was macht der da? Oh, das ist cool. Also links, rechts, Klick und F. Das holen wir uns. Alles klar, danke. Wiedersehen. So, Ausrüstung. Hier oben habe ich noch was. Ach, das sind diese ganzen Schläge. Oh Gott, guckt euch das mal an. Also der wird ja echt immer 14. Nee. Dann, wir lassen mal diesen Kopf. Diese Kopfbedeckung. Okay. Kann ich noch irgendwas machen? Inventar. Das zeigt mir einfach nur meinen ganzen Hals. Direkt da Ohr. Okay. Schlafunterweiser. Verschrotten. Ich will es eigentlich nicht verschrotten. Ich will eigentlich was pimpen. Keiner weiß. Also. Habe ich das Viech jetzt? Oder habe ich es verreckt gemacht? Ja. Ja, das ist wieder der Schmarrbeutel. Da will ich aber nicht schmarrn. Ich möchte jetzt eigentlich eher. So. Sowas? In höherem Gelände bleibst du vielleicht okay. Trocken. Ja, das juckt doch niemanden, ob ich trocken bleibe oder nicht. Also wirklich. Wo sind die ganzen Händler? Die geplatzt? Ich weiß jetzt nicht, ob es die Tür war oder irgendein Viech, was dahinter war. Halt schon. Okay. Was tun wir hier? Oh, Mats bestimmt. Nee. Xon. Was auch immer ein Xon ist. So. Da vorne ist noch was zum Aufheben. Komm her. Interagieren. Ach stimmt, das sind meine Zielpunkte, die wo ich da farmen kann, ne? Sau geil. Okay. Hier haben wir einen Händler. Den Nahkampfhändler. Möchte unbedingt, dass du einen Blick auf die Waren wirfst. Lass uns Dinge tauschen. Erkennt, dass du schnell einen Handel abschließen willst, rät dir aber, dir für ein gutes Geschäft mehr Zeit zu nehmen. Ach was. Na komm. So, verkaufen. Was kann ich denn da alles eigentlich verkaufen? Renner, Grundgeflecht. Was ist denn das? Es ist für Rüstung, klar, aber für was? Irgendwelche Peng, keine Ahnung. Weiß der Geier. Okay, das ist meine Pistole. Schläger, Xon. Ja, das sind die Dinger zum Modden, klar, aber wo kann ich modden? Ah. Ich will halt jetzt auch noch nichts verkaufen, was ich vielleicht dann irgendwann bereuen werde, weil ich es dann noch brauche. Möchte unbedingt, dass du einen Blick auf die Waren wirfst. Sieh dir ruhig alles an. Verschiedenes. Klebeband, Tennisball, Raffel. Was? Papfelbrot? Was ist das? Mit Kartons gemächt oder was? Oh. Und was ist hier? Scheiße, was ich da alles brauche. Irgendeine Urkunde. Gibst du mir Urkunden? Sagt, der Laden bietet für jeden etwas. Ja. Okay, verschiedenes. Da müssen wir jetzt was verkaufen. Warte mal, Verbrauchsgegenstände. Wir haben jetzt 950. Wie viel brauchen wir? 1094. Das heißt, ich muss kaufen. Ich verkaufe jetzt einfach ein bisschen. Warten Sie. Das heißt, wir haben gleich unser erstes Reittier sogar. 20, 30. Komm, wir verkaufen das Energiepaket, oder? Ich bin aktuell... Kein schlechter Handel, oder? Ja, 1010, ich brauche noch ein bisschen was. Moment. Kleine Energiepaket. Ach komm, wir nehmen die. Das bist du los. Das reicht. So, und jetzt können wir...
Du brauchst mehr Grün. Ach, 94, ich kann nicht zählen, oh Gott. Ja gut, dann wird's wohl doch, kann ich nicht noch irgendwas? Ah, da, komm. Den Scheiß brauche ich doch eh nicht. Verkaufen, tschüss. Anständig und jetzt. Ja, ja, gib mal das mal. Ich möchte Handel treiben, ist mir klar. So, und jetzt? Gut investiert. Mein erstes Reittier. Oh Gott, das ist eine komische Nase. Ich hätte es vielleicht ein bisschen besser anschauen sollen. Du kannst dich auf Reittieren fortbewegen und dabei schießen. Wenn du absteigst, wird ein Reittier an derselben Stelle auf dich warten. Erworbene Reittiere erscheinen mit jedem Platz deines Transportmittels Menüs, außer im obersten. Was? Außer im obersten. Dort befindet sich das Reittier, was du im Transportmittelmenü ausgewählt hast. Möchtest du dein zuletzt verwendetes Reittier an deinem aktuellen Standort rufen? Drücke 4. Ja gut. Yeah, wir haben ein Viech. Geil. Ein Fortschritt. Gut, dann lass mal die Tür hier aufmachen. Yeah, schaut euch das Viech mal an. Das ist doch voll chillig, oder? Einfach übelst hässlich. Genau wie der Besitzer. Ist, würde ich mal sagen, echt passendes Biest. Okay, aber dann beende ich die Folge mal wieder an dieser Stelle. Gerne ein Like und oder Kommentar da lassen. Denn wie jeder weiß, Support ist kein Mord. Damit bedanke ich mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!